Ich begrüße als unseren zweiten Gast Ulrike Kegler. Liebe Ulrike, herzlich willkommen. Der erste Gast war Anne-Dore Brengel. Mhm. Und Anne-Dore Brengel kennst du gut, denn Anne-Dore Brengel hat mit dir dein erstes Buch geschrieben. Sie hat den Schulversuch begleitet. Ich darf dich kurz vorstellen. Du warst 15 Jahre lang Lehrerin, Grundschullehrerin. Und seit 1995 bist du Schulleiterin der Montessori-Schule Potsdam. Gewesen bis Januar 2019. Und in dieser ganzen Zeit hast du 4 Bücher geschrieben, die von immer auch von deiner Schule handeln. Das erste Buch, wie gesagt, war gemeinsam mit der Anne-Dore Brengel zum Schulversuch. Vielleicht möchtest du was zum zweiten selber sagen. Ja, das zweite Buch entstand dann aus der Erfahrung, wie man Schule verändern kann durch konkrete Veränderungen der Räume zum Beispiel und der Settings, die man Kindern anbietet. Natürlich geht es da auch schon um Beziehungen zwischen den Menschen, die an der Schule sind, aber es fokussiert doch noch sehr auf die äußeren Bedingungen. Das dritte Buch oder mein eigenes Buch dann, mein zweites, da geht es um eine altersspezifische Pädagogik, nämlich für die 12- bis 14-, 15-Jährigen, die nicht mehr hauptsächlich in der Schule stattfindet. Und das dritte Buch, da geht es jetzt um die Beziehung der Menschen untereinander an Schule. Der Lehrer zu den Kindern oder Lehrer und Lehrerin zu den Kindern und Jugendlichen und vor allen Dingen der Erwachsenen untereinander. Ja, wir haben uns ja in dieser Zeit, wo du dieses Buch geschrieben hast, da haben wir uns ja angefreundet und nicht nur kennengelernt, sondern angefreundet. Und es hat mich so begeistert, was du hier mit Jugendlichen machst, dass ich da mitgemacht habe als Stifterin, dass ich dann auch die Vorsitzende von einem Förderverein wurde, der dieses Schulprojekt trägt. Da geht es nämlich darum, dass, wie die Maria Montessori geschrieben hat, die Kinder müssen in der Pubertät raus ins Leben, die dürfen nicht in der Schule sitzen und die Lehrer ärgern, sondern die sollen lieber Bäume fällen und die sollen lieber Salat pflanzen und kochen, alles Mögliche sollen die machen, aber raus aus der Schule. Mhm. Und dieses Projekt, denke ich, das kenne ich sehr gut und es hat mich begeistert und ich freue mich jetzt, dass ich dir einige Fragen stellen darf. Ja. Der Untertitel in deinem neuesten Buch ist eine starke Aussage. Wer Beziehungen stärkt, macht Schule gut. In deiner Schule kann jeder die Auswirkungen guter Beziehungen auf das Schulklima erleben. Und du schreibst, wo die Erwachsenen gemeinsam an den Beziehungen arbeiten, da nehmen sie die Kinder und Jugendlichen mit. Wie hast du das umgesetzt? Wie überzeugt man ein Kollegium? Und wie gewinnt man Eltern als Partner? Also im Nachhinein würde ich sagen, dass das Wichtigste Begeisterung ist. Und zwar eine tiefe Begeisterung. Eine Überzeugung, dass es anders werden sollte, wenn es besser werden soll. Und diese Begeisterung, die hat man mir immer bescheinigt, dass ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir den Kindern mehr bieten können, als wir es in der Regel tun. Und zu dieser Begeisterung gehört auch, das haben wir jetzt gerade wieder in mehreren Zusammenhängen herausgefiltert, sehr große Beharrlichkeit. Also nicht so schnell aufgeben, weil es passiert, es ist etwa so, ich kann das mal zeigen, also wenn man jetzt sich anschaut, wie Kooperation gelingt, das ist ja nicht eine Linie, die geht da unten los, dann fängt man an und dann endet man da oben, sondern es gibt immer wieder Abbrüche. Und ich habe das gerade in einem anderen Zusammenhang gezeigt, über den Zeitraum von 1995 bis heute. Und wo es jetzt steht, ist ja auch noch nicht ganz oben und wird es wahrscheinlich auch nie sein. Aber entscheidend ist, es ist nicht eine einzelne geradlinige, aufsteigende Linie, sondern es gibt immer wieder auch Crashs und Handicaps bis hin zu dem Moment, wo man sagt, nee, jetzt geht es nicht weiter. Also Begeisterung. Und dann mit Schwierigkeiten umgehen, Beharrlichkeit. Und eine dritte Sache finde ich auch sehr wichtig, nämlich, dass man sich Vorbilder sucht und dass man sich Impulse und Inspiration sucht. Und die findet man nicht, wenn man im eigenen Haus bleibt. Ich bin ja von Anfang an verreist. Ich hatte mir vorgenommen, als ich Schulleiterin wurde 1995, ich schaue mir jedes Jahr eine andere Schule an.
Und das sind viel, viel mehr geworden als 25, weil ich war auf der ganzen Welt unterwegs und habe mir Schulen angeschaut. Aber ich habe schon nach der ersten Schule, das war Kassel-Waldau, habe ich schon gedacht, das ist ja unglaublich, die haben im Lehrerzimmer ein Sofa und während wir dort sitzen, kommt eine Lehrerin, legt sich kurz hin und schläft. Und das habe ich bis zum Schluss an unserer Schule nicht umsetzen können. Es hat mir aber immer eine Inspiration gegeben, wie Schule eigentlich sein müsste. Nämlich, dass es ein Ort sein muss, an dem man sich wohlfühlt und an dem man auch Ruhe hat und an dem man kontemplativ sein kann. Das kam durch Vorbilder. Also durch nach außen gehen, sich Dinge anschauen und dann ist eine wichtige Sache, gemeinsam ehrlich zu reflektieren und auch zu sehen, wenn man in falsche Richtungen geht. Also auch Dinge abzubrechen und zu sagen, nee, das ist jetzt nichts, wir haben das jetzt hier rausgefunden, das machen wir nochmal anders. Das ist kein Widerspruch zu Beharrlichkeit. Beharrlichkeit heißt, dass man schon mit sehr großer Authentizität und Überzeugungskraft an den grundlegenden Visionen festhält, aber nicht starr darin wird. Ja, und dann kommt noch etwas hinzu, was die meisten überhaupt nicht gerne hören wollen. Das sind Konflikte und Führung. Und dabei macht man viele Fehler. Und wir kennen uns sehr gut und wir wissen also aus einigen Situationen, wie schwierig solche Zusammentreffen zwischen Lehrerinnen und Lehrern auch sein können und wie schwierig die Entscheidungen sind, was man nun tut. Und auch da wieder, finde ich, ist das Wagnis entscheidend, dass man sich was traut und sich auch traut, Fehler zu machen. Und wenn man sie gemacht hat, sie auch zuzugeben. Mhm. Und nicht, wie ich mal von einer gewissen Frau Bräuninger gelernt habe, beleidigt zu sein. Weil damit verschwendet man so viel Zeit. Sondern zu sagen, gut, das war jetzt nicht gut und jetzt machen wir es nochmal neu. Die meisten verstehen unter Konflikten das Ende von etwas und dabei sind sie in Wahrheit der Anfang. Und vielleicht noch eine Sache, ich glaube nicht, dass man mit Gremien und Zustimmung in Gremien und Mehrheitsverhältnissen die Schule verändern kann. Sondern man muss wirklich innerlich überzeugen durch eine andere Praxis. Die fängt klein an bei wenigen und dann kommen immer mehr dazu, wenn es überzeugend ist. Also die Türen muss man aufmachen, man muss sich präsentieren. Eine Lehrerin hat mal zum Schlenitzsee, unserem gemeinsamen Projekt, gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, wir trauen uns etwas, was noch nie jemand gemacht hat und wir werden schon von der ersten Minute an dabei beobachtet. Also das sind so einige Punkte, die ich im Nachhinein extrahieren würde, sagen würde, ja, so bringt man das, bringt man eine neue Beziehungsqualität in die Schulen. Und die Eltern, wie gewinnt man die als Partner? Indem man die Rollen sehr klar trennt. Das große Problem ist, dass Eltern Dinge mitbestimmen können, zu denen sie gar nichts sagen können. Also zum Beispiel skandalös, dass Eltern in Deutschland darüber bestimmen können, wie bewertet wird, ob mit Zensuren oder ohne. Das ist völlig unprofessionell. Und die Rollen zu trennen heißt auch gleichzeitig nicht ihnen ihre Kompetenz absprechen, im Gegenteil, ihnen ihre Kompetenz zuweisen. Die bezieht sich nämlich auf ihr Kind. Da sind Eltern in jedem Falle immer Experten. Niemand kennt das Kind intimer und genauer und ist in einer engeren Verbindung als die Eltern. Und sich das bewusst zu machen und daraus eine neue Eltern-Lehrer-Beziehung zu schaffen, das ist ein sehr ungewöhnlicher Prozess. Das ist in Deutschland überhaupt nicht normal. Wenn Eltern in die Schule kommen, dann kriegen sie das Zensurenheft hingelegt und dann sagen die Lehrer, wie der Stand in Zahlen ist. Das ist aber keine Aussage über das Kind. Wirklich etwas über das Kind zu wissen erstmal und dann auch ehrlich zu kommunizieren, das ist eine sehr große Herausforderung für Lehrerinnen und Lehrer. Das haben sie in der Regel nicht gelernt. Und das muss man üben im Rollenspiel, das muss man in konflikthaften Situationen üben. Und wenn Eltern spüren, es geht darum, dass wir hier ehrlich miteinander sind, denn nur wenn wir ehrlich die Probleme besprechen, können wir für mein Kind auch eine neue, gute Wendung hinkriegen. Dann schöpfen die langsam Vertrauen.
Und dann halten sie sich auch zunehmend aus allem raus, wo sie gar nicht mitreden müssen. Die müssen nicht die pädagogischen Konzepte machen. Die müssen sie akzeptieren. Und das ist also ein schwerer Prozess auch gewesen. Der hat viele Jahre gedauert. Und am Ende habe ich in meinem Buch ja über den großen Elternfrieden geschrieben. Mhm. Also, dass es wirklich auch nicht mehr diese harten Auseinandersetzungen gab. Schönheit und Ästhetik sind für dich ganz wichtige Faktoren, die du gezielt nutzt. Dein eigenes Büro hat eine helle, freundliche Atmosphäre und das Lehrerzimmer ist das schönste, das ich je in einer Schule gesehen habe. Das haben wir selbst quasi gebaut mit einem Designer. Was bewirken schöne Räume? Für was sind Schönheit und Ästhetik die Voraussetzung? Also in Ästhetik steckt das Wort Ethik. Ästhetik. Und das wird kolossal übersehen. Wie kann man eigentlich davon ausgehen, dass man sich viele Stunden am Tag in Räumen, die ungepflegt, ungestaltet, nicht altersgerecht und schon gar nicht zum Wohlfühlen animierend sind, dass man da was lernen könnte? Das ist mir ein völliges Rätsel. Wir wissen heute mehr. Wir wissen, dass eine gewisse Freiheit im Denken entsteht, wenn die Räume dem entsprechen. Und deswegen habe ich von Anfang an, es gibt Fotos von mir, da bin ich die erste Woche in einer Grundschule und da sieht man, wie ich den Raum gestalte und aufräume und wie ich da drin arbeite, also und wie ich die Tische umstelle. Weil es ist eben von großer Bedeutung, wie man sitzt. Stell dir mal vor, wir würden dieses Interview jetzt so führen, wie die Kinder in unseren Schulen doch noch lange, lange, lange am Tag sitzen. Nämlich du würdest hinter mir sitzen und würdest mir Fragen stellen und wir würden uns nicht in die Augen gucken. Also das hat alles was mit Ethik zu tun. Das ist kein Spaß. Und in Schulen wird normalerweise dekoriert und dafür sind Schulen gar nicht da. Schulen sind dazu da, dass man dort etwas produziert. Und zwar auch neue Ideen produziert. Nicht nur alte Ideen auf Plakaten zusammenschnippelt. Nicht Plakate, hat Reinhard Kalmer gesagt, sondern Unikate. Ich finde, das bringt es sehr genau auf den Punkt. Etwas Neues schaffen und neue Ideen auch materialisieren und etwas produzieren. Das fördert die Gemeinschaft ungemein und zwar absichtslos. Man macht das und es ist trotzdem, ohne dass man sich irgendwas dabei wünscht, passieren enorme Prozesse. Also ohne eine ästhetische Gestaltung der Räume mit Know-how von Menschen, die auch was davon verstehen. Also wir hatten über 20 Jahre einen Hausdesigner. Der lief irgendwann mal über den Schulhof, weil er ein Thema für seine Masterarbeit gesucht hat. Und dann hat er über 20 Jahre aus alten Schulmöbeln hochästhetische Möbel gemacht. Also das Lehrerzimmer, was du so toll findest, da sind eben die alten Lehrerzimmermöbel umbaut worden. Und es ist eine neue Konzeption von Räumlichkeit und von Ausstattung entstanden, die den Bedürfnissen dieser Schule entsprach. Und das Lehrerzimmer hat 10 Jahre hervorragend seinen Dienst getan auf 60 Quadratmetern für 50 Kollegen. Das muss man so sagen. Es ist nicht eine Frage der Quantität, es ist immer eine Frage der Qualität. Dein Buch hast du als Weckruf bezeichnet. Für mich ist es ein Reiseführer für Schulleitungen auf dem Weg der Schulentwicklung. Jede Schulleitung muss die Reise selbst machen. Es gibt keine Patentrezepte, aber wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, wie Kinder gut lernen können und was ihnen hilft, ihre Begabungen zu entdecken und zu entfalten. Hast du zum Abschluss einen Tipp? Aus der Praxis für die Praxis? Ja, also wichtig ist das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Begeisterung mitzuteilen und immer mehr auch anderen Möglichkeiten zu geben, ihre persönliche Begeisterung zu entwickeln. Die ist ja bei jedem Menschen anders. Und es nützt auch nichts, wenn man nur dafür wirbt, weil es den Kindern besser geht, sondern der Benefit muss auch für die Erwachsenen sein. Also die müssen sofort spüren, wenn wir in andere Beziehungen gehen, auf Augenhöhe, nicht gleichberechtigt, aber gleichwertige Beziehungen zu den Kindern, wie Jesper Juhl sagt, dann habe ich sofort auch was davon. Und ich glaube, so muss man an die Sache herangehen.
eine gewisse Absichtslosigkeit gehört auch dazu. Also man kann jetzt nicht sagen, mach das und das und dann passiert das und das, sondern in Prozesse offen reingehen, in der tiefen Überzeugung, dass es allen nützt, wenn die Beziehungen besser werden. Und ich glaube, das ist an der Schule gelungen. Das hat man immer daran gesehen, dass auch Lehrer und Lehrerinnen, die das Konzept eigentlich nicht besonders toll fanden oder vielleicht auch gar nicht umgesetzt haben, die gab es ja lange Zeit, dass die auch nicht weg wollten von der Schule, weil das Klima insgesamt besser war. Und man sieht es natürlich auch ganz deutlich an den steigenden Schülerzahlen, an den Anmeldezahlen, an den Verbleibzahlen, an den Abschlussprüfungen und so weiter. Also es ist kein Schnickschnack, die Beziehungen und die, das Embracement, also die, ja, wirklich fast Embracement, eine Umarmung ist es, wie die Räume sind. Wenn man das gestaltet, dann kommt es jedem unmittelbar und sofort zugute. Und man kann das eine von dem anderen nicht trennen. Es gehört zusammen. Wir sind nun mal in einer Umwelt. Und in der Schule sind wir viele, viele Stunden mit vielen, vielen Menschen auf engem Raum. Und da müssen wir uns was einfallen lassen, damit die Beziehungen gelingen können. Vielen Dank, Ulrike. Ich denke, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Du hast es getan. Du hast in deiner Schule gezeigt, was für ein ganz anderes Leben es ist, wenn die Beziehungen gut sind, wo sich alle viel besser fühlen. Vielen Dank. Bitte.